pünktlich 7.30 Uhr fanden sich am Sonntag, den 19. September, zahlreiche Radfahrer am Federnwerk in Marienberg ein. Traditionell und bereits zum 33. Mal startete man von hier aus zu Erzgebirge zweimal quer. Das heißt, rauf auf den Kamm, auf deutscher und böhmischer Seite und runter ins böhmische Becken, um anschließend wieder nach Hause zu fahren. Günter Rötzer, über Jahre hinweg Radfahrer auf diesem Terrain, begrüßte zunächst die Anwesenden. Die das erste Mal dabei sind, für die muss es nochmal gesagt werden, euch hängt schon zum Hals raus. Diese Tour hat keinen Veranstalter. Wir haben lediglich bekannt gegeben, wo wir heute langfahren. Und es lässt sich schwerlich verhindern, dass andere auch diese Tour nehmen. Wir fahren gegenüber der Tour vor 10 Jahren einen entschärften Kurs. Also nicht am Zeugkram nach Reizenhain, sondern über den Russenschießplatz. Nicht durchs Moor nach Sebastiansberg, sondern über die Seeheide. Also dort beim Stülper Denkmal dort hoch. Fahren von Sebastiansberg durch die Windmühlen am Neudorfer Berg nach Wischluni, Sonnenberg, und von dort dann suchenderweise zum Giegerich. Lauf zum Stadler, links Richtung Sockendorf, und was noch schafft, fahrt überm Grenzkrom und drittes Schwarzwasser hoch. Kennt ihr auf dem Bläs war ich ein Bier im Krug, ja, rot vorn. Nur war abgestiegen, fixes Radl in der Ecke, ist runter, mir trägt der Schlauch, hier ist ein China-Flag. Eine so eine herrliche Sau, nur Hus wieder rauf. Ja, mir sei mit dem Radl unterwegs gejaut. Über Gelobtland, Kühnheide und Reizenhain ging es auf die tschechische Seite. Von dort über Sebastiansberg nach Wisluni, Sonnenberg, hinüber auf den Kockerhatsch, sprich den Giegerich. Eine Felsformation, die aus der Ferne als Hahn wahrgenommen werden kann. Hier halt, du an der Stelle hast, das muss du zu machen. Denn 50 Meter tiefer steht Aschen, Heißlaus, bedonnet. Die dreh die ist der Schuh an Rachenflack. Lass die ja nicht aus, im Geweich die schönste Krim, da geht man nicht hin. Von dort hatte man trotz des etwas trüben Wetters einen guten Blick aufs Erzgebirge und ins böhmische Becken. Lass den Bordstein schollen auf der linken Seite stehen und mochte ich mit dem Krestengang zum unteren Stadel hin. Du drei Bovillötchen neigetreten, du gehst Skaling wieder nauf. Lieber dann merk zu der Wirbelstab. Kleg auf, kleg auf. Von der Strecke gezeichnet, kehrten die Radler zur Stärkung im Weißen Lamm in Kaden ein. Neue Spahn, kennt ich nur Vertrauen hier oft, dann kommt der Bimegei, Stück weite Zaun droht, dann flachte ich mir nein, Schuh geht's Wetter mit dem Rot in der Tschechei. Zieh der Nabel nur von Bime rau. Letzten Meter sah wie die Krot aus, nachts der groben Fichtle und der Stroß, klamme Händ und Troppen Mordernus.
ach wie Shiva Itze. Durch die schmalste Gasse Nordböhmens ging es vorbei am Stausee über Briesen von Süden her nach Komodow. Stichfahren komm, suchst du einen Botrafini-Luden. Ja. Ach, wie Shiva Itze, so eine Lenkstange aus Wurst, ich hast einen Radler, auch noch von der Stichfahren kommt. In der zweiten Mühle wurde nochmal Kraft für den Aufstieg auf den Erzgebirgskamm und den Weg nach Hause getankt. Diese führte für einen Teil der Radfahrer über das Mühlental, für andere an der Talsperre vorbei. Tram die ganze Nacht vom Straßenrand gestarrt, rot vor. So waren am Ende nach rund 110 Kilometern wieder alle zu Hause angekommen.